Schönen guten Abend. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein und euch, die eigentlich wissen sollten, wo das Internet lebt, zu erzählen, wo das Internet lebt. Also, ich bin Radiojournalist in Berlin, Freier, arbeite vor allem beim Breitbandmagazin für Medien und digitale Kultur, das Logo ganz oben, aber auch für diese ganzen anderen Sender. Und für die habe ich vor ungefähr 2 Jahren angefangen, das Internet zu suchen. Das ist ja eigentlich eher eine Quatschangelegenheit, weil das Internet ist doch natürlich überall hier auf dem Telefon und in eurer Hosentasche wahrscheinlich auch. Aber ich habe gedacht, ich forsche mal ein bisschen nach. Jetzt ist es ja so, das Internet, der Ton sollte vielleicht funktionieren, sonst wird es schwierig. Haben wir, nochmal? Ihr kennt das Zitat. Das Internet ist für alle Neuland. Ja, so schmerzhaft ist es manchmal, wenn Angela Merkel Sachen sagt. Entschuldigung für diesen Lautstärkefehler. Jetzt sind wir ein bisschen weiter. Also man hat manchmal das Gefühl, die Politik versteht überhaupt nicht, was eigentlich das Internet ist. Neuland. Es gibt da so einen Bereich, und das hat Maha, auf den wir später noch kommen, ein Kollege vom Chaos Computer Club, der hat das dann als eine Ortsmetapher verwendet. Es gibt immer so Metaphern für das Internet. Eine andere hier, das ist Senator Ted Stevens, der hat gesagt... And again, the internet is not something that you just dump something on. It's not a big truck. It's a series of tubes. Also, das Internet ist eine Reihe von Röhren. Das war auch so ein Bild für das Internet. So ist es ja irgendwie nicht. Es gibt ja den Kulturraum, es gibt die Technik dazu. Früher war es ja sogar wirklich so, dass man ins Internet reingegangen ist und dann wieder raus. Ehrlich, ich verstehe absolut null von Technik. Jetzt hat schon meine Frau gesagt, wir müssen endlich ins Internet. Da bin ich doch gar kein Techie. Bin ich da schon drin, oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach. So einfach ist das mit dem AOL-Internet. Genau. Boris Becker in den 90er Jahren, der hat geworben für diese CD-ROMs, die man dann immer in allen möglichen Zeitschriften hatte. Und manche sagen, dieses bin ich jetzt drin im Internet, was sich natürlich etabliert hat. Und jeder hat gesagt, ich gehe jetzt ins Internet rein und dann gehe ich wieder raus und dann war ich mal kurz online. Manche haben gesagt, das Ganze ist auch ein bisschen sexuell notiert wegen der ganzen Affären, die Boris Becker damals hat. Peter Glaser, das ist ein toller Denker, auch Mitglied beim Chaos Computer Club, der hat festgestellt, dass das Internet sich immer näher an uns ranschmiegt und das ist so ähnlich wie bei Telefonen. In den 60er, 70er Jahren waren Telefone Geräte, die irgendwo in ungemütlichen kalten Vorzimmern hockten, wo man immer rausgehen musste. Es gab teilweise, also für so gutbürgerliche Wohnungen, richtige Telefonmöbel, wo man sich so hinsetzen konnte. Und ich weiß selber noch, dass man dann teilweise so wie... Und im Laufe der nachfolgenden 1-2 Jahrzehnte schlichen sich dann sozusagen die Telefone erstmal so in die Wohnräume hinein. Und dann wurden sie drahtlos und dann wurden sie immer kleiner, bis sie jetzt in der Zwischenzeit wie so kleine Tiere in unsere Jackentaschen geschlüpft sind. Ich kenne Leute, die benutzen ihre Handys oder zum Teil auch ihre Rechner, wenn die Akkus irgendwie gelaufen sind, im Winter als Handwärmer oder sowas. Also da gibt es so ein... geradezu symbiotisches Verhältnis. Das wollte ich auch zeigen mit diesem Aldi-Kissen für Tablet-PC. Wir verschmelzen immer mehr mit dem Internet. Wir stecken das in unsere Hosentasche. Anstatt dass wir ins Internet reingehen, ist das Internet eher in uns drin. Ihr kennt ja auch alle die ganzen Cyborg-Implantate. Gleichzeitig gibt es dieses seltsame Wort, die Cloud, die Wolke. Das hat mein Freund Jim Avignon gezeichnet, dieses Bild, das bezeichnet ganz gut. Die Cloud ist auch irgendwie überall, ist so ein schwammiger Begriff. Ich zitiere da auch wieder Martin Hase. Man weiß gar nicht so richtig, wo sie steckt. Vielleicht soll sie suggerieren, dass unsere Daten in dieser Cloud ganz sicher sind. So, ich habe mich gefragt, wo lebt das Internet? Das ist hier der Router bei mir zu Hause. Hier, den sieht man kaum, der ist unterm Schreibtisch, staubige Angelegenheit. Und dann habe ich die Internetverbindung verfolgt. Die geht bei mir raus, in Berlin, in Altbauwohnungen, in den Hof. Und dann war eines Tages der Telco-Klempner da. Mal das Ding aufmachen, hier das Fenster. Geht das? Dass man den unteren Teil aufmacht. Das war ein... Kickt, wo das Ganze durchgeht. Da habe ich dann angefangen zu merken, natürlich, das Internet ist total physikalisch. Das geht dann hier runter, das ist der Kabelverteilerkasten, 50 Mbit, VDSL. Läuft eigentlich ganz gut dafür, dass das Ganze so trashig aussieht. Da hat er dann reingeguckt. Und so sah es innen drin aus, unser Telco-Klempner, und hat dann so einen Sensor verwendet, mit dem es... Boah, natürlich ist das hier nicht Punkt 13, sondern der heißt Punkt 11. Also ich bin an Punkt 11 angeschlossen, das ist dann auf der Straße und da habe ich dann mal Bauarbeiter, die auf der Straße gearbeitet haben, an auch so Kabeln gefragt nach dieser ganzen Hierarchie von Internetkabeln. Wir haben schon öfters ein Kabel kaputt gemacht, also passiert schon mal. Zumal auch schon mal mit Stromkabel auch schon kaputt und Kabel Deutschland haben wir auch schon kaputt gekriegt. Passiert immer wieder irgendwo. Genau, also das Internet ist ganz physisch, kann auch mal der Bagger drüber fahren, dann ist das Ganze halt einfach kaputt. Hier in diesen
beiden Kästen endet dann die Internetverbindung von meiner Straße, von meinem Straßenabschnitt, diese ganzen kleinen Kabel. So geht ihr wahrscheinlich auch ins Netz, wenn ihr irgendwo eine Wohnung habt. Das ist jetzt der besagte Martin Hase, der steht vor so einem bisschen größeren Verteilerkasten. Ja, das ist eben da, wo das Internet stattfindet. Naja, gut, also das Internet eigentlich nicht, aber es ist halt ein Teil des Telekom-Netzwerks. Internet ist ja genau genommen immer das, wo die Netze zusammenkommen, also Internet, wo also Netzverknüpfungen stattfinden. So viel Verknüpfung findet hier nicht statt, also hier geht's halt einfach, kommen halt die Leitungen an, die zum Endkunden gehen und dann auf die Hauptleitung zur Telekom. Da ist auch das Gebäude ein paar Blocks weiter, also gar nicht so weit. Das Gebäude ein paar Blocks weiter sieht ein bisschen aus wie eine Festung. Das ist ein gedrungener Bau, eine alte Nazi-Herrschaftsarchitektur. Und da haben im Zweiten Weltkrieg, schon also nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die alliierten Westmächte die Westberliner Telefonverbindungen alle abgehört, hier in der Winterfeldstraße in Berlin-Schöneberg. Das Internet ist ja ein Netz von Netzen und dann haben wir das genau angeguckt. Es gibt so Karten zum Beispiel von der Firma Level 3, das ist einer der großen Carrier, die bieten halt so ganz viele Kabel weltweit an. US-Firma, wer weiß, was die alles mithören können. Und diese Firma hat eben auch ihre Karten online, ich habe mir das mal angeguckt. Und wenn ich jetzt einen Ping mache von meinem Computer oder einen Traceroute, wenn ich gucken will, wie komme ich zu meiner irgendwo anders hin, dann geht das meiste über Frankfurt. Frankfurt Autobahnkreuz. Frankfurt hat so eine ganze Tradition als Knotenpunkt auch für Flugzeuge, drittgrößter europäischer Flughafen und so weiter, aber auch für Handel. Und in einem komischen Industriegebiet habe ich dann einen Besuch gemacht beim größten Internetknoten der Welt, dem D-Kicks. Den kennt ihr vielleicht, das sind die beiden Gründer vom D-Kicks, Harald Summer und Arnold Nipper. Und die habe ich gefragt, warum das denn gerade nicht möglich ist, dass sie mir zeigen, wie dieser Internetknoten aussieht. Das war in der Zeit von Edward Snowden und die haben ein bisschen um Ausreden gerungen, finde ich. Wollen Sie mir sagen, warum? Wir sind derzeit am Umbauen. Die waren derzeit am Umbauen und konnten mir also dann nicht zeigen, wo das Internet lebt. Ich wollte es ja so gerne wissen, dieser Knoten, die haben mittlerweile ganz schön viele. Und ich habe sie dann gefragt, warum der Bundesnachrichtendienst denn eigentlich an diesem Knoten nicht abhören kann. Warum kann der BND da nicht abhören? Warum der BND da nicht abhört, fragen Sie. Das heißt, zu der Tatsache, dass anscheinend 5-20% beim BND abgehört werden dürfen, rechtlich, können Sie mir nicht sagen. Und das stimmt so, das steht ja in den Gesetzen drin. Also das ist ja eindeutig so beschrieben. Dazu kann ich schon was sagen. Das darf der BND darf bis zu 20% des Auslandsverkehrs abheben. Das ist nicht geheim. Wie funktioniert das? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich könnte sagen, wie das funktionieren könnte. Da gibt es verschiedene Verfahren, wie man das machen kann, ja? Wie man Daten ausleitet. Was sind denn so gängige Verfahren, wie man Daten ausleiten würde, wenn man das machen würde? Man kann das zum Beispiel machen, indem man das Kabel anzapft und aufsplittet. Das geht man direkt ans Kabel dran und macht dann einen sogenannten Y-Kabel und leitet dann einmal die Daten dahin und dann dahin. Gängiges Verfahren. Gängiges Verfahren, ja. Also man merkt. Passiert das am D-Kicks? Dazu kann ich nichts sagen. Man merkt, dass er da ein bisschen gefangen ist in die Gesetzeslage. Tatsächlich darf der Bundesnachrichtendienst bis zu 10-20% des Auslandsdatenverkehrs am D-Kicks abhören. Und das ist ja immerhin der größte Internetknoten der Welt, gemessen am Traffic. Und man darf es aber nicht sagen. So, ich habe dann, weil die mir ja nicht gezeigt haben, wo das Internet ist, der Knoten ist, man muss sich das aber als verschiedene Gebäude in Frankfurt am Main vorstellen, verschiedene Rechenzentren, die alle an dieser D-Kicks-Ringleitung, die übrigens unverschlüsselt ist, angeschlossen sind. Und dann habe ich mal gesucht und bei Wikipedia gefunden, dass es irgendwo da sein muss und habe dann erstmal bei so einer Fastfood-Kette gefragt. Hallo? Willkommen bei Hauptstellung, bitte. Mittel. Komm noch was dazu? Das ist alles. Ich habe aber noch eine Frage. Ja? Ist bei Ihnen das, wissen Sie, ob hier das Internet ist? Also so nebendran? Wie? Ist nebendran so ein Internetknoten? Internet? Also die Dame wusste nicht so richtig, dass der Internetknoten ganz nah ist. Man kann das auf Luftbildern sehr gut erkennen, wenn man von oben diese Kühlaggregate findet. Da sieht man dann, wo die blauen Pfeile hinzeigen, da ist das Internet, rechts der andere Pfeil ist hier die Fastfood-Kette. Und tatsächlich habe ich dann hier dieses Gebäude gesehen, Rechenzentrum von der Firma Interxion, einer der großen D-Kicks-Standorte, durch die sie mittlerweile auch wieder Journalisten führen. Damals habe ich dann noch hier so eine Art Kabelbaustelle gefunden und da musste ich dran denken, dass Arnold Nipper eben auch gesagt hat, die NSA darf hier nicht abhören, aber könnte natürlich auch ganz leicht passieren. So, die Frage war dann, wie geht die Internetverbindung vom D-Kicks, dem weltgrößten Internetknoten, weiter, zum Beispiel
Beispiel in die USA. Wenn ihr heute irgendeine US-Webseite angeguckt habt, dann seid ihr vielleicht über dieses TRT-14 Transatlantic-Kabel auch schon gegangen. Und das ist eben auch eine Ringleitung wegen der Redundanz und die läuft auch über Bute in den UK und eben auch über Norden. Und dort wird eine Seekabel-Endstelle betrieben von einer Firma, deren Namen ich jetzt nicht sage. Ich habe die gefragt, ob ich da rein darf und das war eben auch zu der Zeit von Snowden und naja, hört mal. Zusammenhang dann immer nur um Prism oder Tempora geht und wie gesagt, also das Ganze hat, wenn überhaupt, wir wissen auch nichts Verbindliches, nichts, weiß keiner von uns, das ist eine Behauptung von einem Herrn Snowden. Das Ganze hat, wenn, dann in Bute stattgefunden und wir möchten da eigentlich unsere Anlage, die wie gesagt auch unter einer gewissen Sicherheitsstufe steht, schon das seit längerer Zeit, können wir denn nicht da öffnen und sozusagen da auch... Also diese Pressesprecherin schwimmt so ein bisschen, die Bild-Zeitung haben sie übrigens reingelassen, die hat vielleicht nicht so kritische Fragen gestellt in diese Seekabel-Endstelle im Norden, auf die wir später nochmal kommen. Das ist Greg's Cable Map, das ist eine Karte des weltweiten Internets, Verkehrs, der großen, dicken Datenadern, die sehen ja üblicherweise ungefähr so aus. Die sind eigentlich innen, nur ein paar dünne Haarnadeln, Glasfaserkabel, außenrum ist alles Bewährung und Schutz gegen bestimmte Feinde des Internets, die durchaus mal... am Internet rumknabbern. Es gab tatsächlich Seekabel irgendwo bei den Kanarischen Inseln, die richtig angeknabbert wurden. Es gibt noch andere Feinde des Internets. Das ist hier eine Folie von Prism, dem NSA-Programm. Die überwachen das freie Internet natürlich auch. So, ich bin dann in die USA gefahren und habe mir gedacht, ich gucke mir jetzt mal an, wo ist eigentlich das Internet auf die Welt gekommen? Und das ist hier. Das ist die UCLA, die Universität von Los Angeles in Kalifornien. Und in diesem einen Flur. Was ist mit dem? Genau, jetzt switchen wir auf das andere Mikrofon. Das ist die UCLA in Kalifornien und dort ist 1969 das Internet geboren. Das ist der Raum und dort wurde die erste Internetverbindung hergestellt und ich habe da Professor Leonard Kleinrock getroffen, einen mittlerweile schon über 80-jährigen Professor, der damals bei der ersten Verbindung des Internets dabei war. Now you just walked into the 1960s. Do you feel it? The color? You're supposed to have gone back to when I was a young man. Der hat uns diesen Raum gezeigt. Der war lange kein Museum, der ist jetzt mittlerweile ein Museum. Dieser Riesenkasten, das müsst ihr euch vorstellen wie so eine vordimensionale Fritzbox oder so, halt so ein Router. Dieser IMP, der Internet Message Processor, der stand auch ganz lange in irgendeiner Besenkammer und die wollten ihn schon entsorgen, aber irgendwann haben sie gemerkt, ach ja, Internet ist ja einigermaßen wichtig. Und hier ist Leonard Kleinrock, der Professor, ganz stolz. That machine over there is the first piece of Internet equipment ever. And so I can ask you a question. How many revolutions do you know where you could say exactly when it began and exactly where it began within 4 square feet? Not too many, but here you can. October 29th, 1969, in those 4 square feet. Also genau an diesem Ort stand dieser Internet Message Processor 1969, 29. Oktober. Und die Situation war folgende. Die hatten dort in der UCLA in Los Angeles einen Computer und in Stanford am Stanford Research Institute und wollten da die Buchstabenfolge Login übertragen. Und dann war es aber so, da müsst ihr jetzt genau zuhören, die haben die ersten Buchstaben eingetippt. Had a telephone connection from Charlie to Bill. So Charlie typed the L and he said, you get the L? Bill said, got the L. Tap the O, you get the O, got the O. Tap the G, you get the G, crash. The network went down. So what was the first message ever on the internet? Lo, as in lo and behold. Also Leonard Kleinrock ist sehr stolz darauf. Die ersten Worte, die über das Internet übertragen wurden, waren lo, weil dann hat sich die Verbindung aufgehängt. Er erzählt da sehr viel darüber. Lo steht auch für Sehe und Staune. Und er hat schöne PowerPoint-Präsentationen gemacht, fast so schön wie meine. Und hat auch ziemlich viel Ehre gekriegt von verschiedenen Leuten dafür, dass er die erste Internetverbindung hatte. Ich habe ihn dann gefragt, hey, wo lebt denn eigentlich das Internet heute? Und er hat diese Antwort, die Frage weitergeleitet an sein Smartphone. Where does the Internet live?
That's difficult to answer. Let me search the internet for you. That's very funny, but you got it wrong. Kleiner Fehler war mit dabei, naja, ich brauche das jetzt nicht zu übersetzen. Das ARPANET war eigentlich der erste Vorfahre des Internets. Das sah damals so aus, da wurden Universitäten von einer militärischen Forschungsinstitution gesponsert dafür, dass sie sich untereinander verbinden und ihre Rechenleistung teilen. Das ist eigentlich so ähnlich wie heute. Das ist wieder Greg's Cable Map und ich bin dann an eine Stelle gefahren mit einem Kollegen Henrik Moltke vom dänischen Rundfunk nach San Luis Obispo, weil dort kommen die allermeisten Kabel an der US-Westküste, die nach Asien gehen, an. San Luis Obispo ist eigentlich bekannt für diese Wand. Da kleben alle Leute ihre Kaugummis hin, die Bubblegum Alley. Aber wir konnten auf der Website Cryptome, auch so eine Whistleblower-Webseite, herausfinden, wo genau diese Kabelverläufe sind und sind dann in einer wunderschönen Landschaft plötzlich wieder auf Zeichen von Internetkabeln gestoßen. Die Landschaft war wirklich so schön, fast so schön wie der Bildschirmhintergrund, also ihr seht die Ähnlichkeit, ne? Wie der Bildschirmhintergrund von Windows XP. Und es gab eindeutige Zeichen, es gibt diese kleinen roten Fahnen, die überall in den USA da stecken, wo Internetkabel laufen, auf keinen Fall hier graben. Und das war eine ansonsten aber sehr gut getarnte AT&T-Seekabel-Endstation. Das heißt, da kommen die Kabel aus dem Meer, gehen dorthin. Und das war richtig geschützt mit Panzersperren und Doppelzaun und so weiter. Und es gab eine kleine Telefonstation außen. Und da bin ich mal hingegangen und habe mich doof gestellt und gefragt, ob wir mal reingucken können, wo das Internet lebt. AT&T Frank here, how can I help you? Hello, this is Moritz and Henrik. We're two journalists and poets. We want to know where the Internet is. Is it in here? No, I'm afraid not. Why? Oh, no, no. This is actually a secure AT&T location. We can't really have you come in here. Yeah, but so could you come out? No, I'm sorry. I cannot come out. Okay, are you there at all, or are you somewhere else? I'm at the station here, but I can't. Naja, der hat dann halt so rumgestammelt, Frank, und konnte uns nicht reinlassen. Wir sind dann aber noch ein bisschen weiter geforscht und waren dann da am Cable Trail und ganz nah am Bloody Nose Trail, was uns eine gewisse Warnung war. Und haben dann tatsächlich nein, es war ein Witz, wir haben keine Kabel gefunden. Das sind nur Seealgen, die da am Strand rumliegen. Irgendwo dort laufen aber die Internetkabel von Kalifornien nach Asien. Und das Zeichen dafür haben wir dann weiter oben gefunden, ein Toilettenhäuschen, auf dessen Dach eine Überwachungskamera ist, die auf Gullideckel zeigen und unter denen laufen diese Internetkabelverbindungen ins Meer rein. Also man sieht nicht besonders viel, aber wenn man gut darauf achtet, findet man doch wieder einiges über die Spuren des Internets. Ich dachte mir dann, okay, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen was gefunden, aber mich interessiert auch, wie das Internet Orte verändert. Zum Beispiel hier das Silicon Valley, da die Hauptkonzernzentrale von Google, die haben auch diese Fähnchen an ihrer Hauptzentrale und dann sieht man, natürlich stehen dort nicht die Rechenzentren von denen, aber die Konzernzentrale ist mit diesen Kästen ans Internet angebunden. Und dann dachte ich mir, ich interpretiere diese Frage, wo lebt das Internet, nochmal ganz anders und habe gegoogelt Larry Page House. Ich wollte mal wissen, wo die Leute, die unser Internet gestalten, eigentlich so leben. Habe mich hinnavigieren lassen von meinem Google-Smartphone und stand dann vor einer Villa bei Nacht mit meinem Mietwagen. Und das war so eine Dead-End-Sackgasse und mit mehreren Einfahrtoren und plötzlich kam ein Auto und ich wurde wahnsinnig nervös, weil da drin saß tatsächlich Larry Page. Oh, sind wir wieder weg. Der hatte, glaube ich, fast genauso viel Angst wie ich. Das war eine Begegnung. Ein Lexus. Ein Mann, der schnell hier vorbeigefahren ist und es öffnet sich hier ein automatisches Tor. Also wir hatten beide, glaube ich, ziemlich viel Schiss. Ich bin dann noch weitergefahren dahin, wo Mark Zuckerberg wohnt, unser Freund. Und da stand ich dann auch vor einem Haus und habe da so einen Typen, der da irgendwie in einem Jeep saß und aufgepasst hat, gefragt. Yes, I just wanted to know if this is the house where Mark lives. I can't say that. Huh? You can't say that, yeah. Okay. So you're just staying here and taking care. Can you tell me anything? No. All okay. I can say is he can't be from this house to that house. He can't. Also er hat mir gesagt, er wohnt genau nicht in diesem Haus. Natürlich habe ich herausgefunden, das ist genau das Haus. Und außerdem hat Mark Zuckerberg, um mehr Privatsphäre zu haben, die vier Häuser außenrum auch noch gekauft. Der Facebook-Chef will mehr Privatsphäre haben und kauft dafür für viele Millionen, 30 Millionen Dollar, nochmal die Häuser außenrum. Naja, es gibt sympathischere Internet-Enthusiasten als Mark Zuckerberg. Das ist die Internet Wayback Machine vom archive.org. Da war interessant, die haben einen alten Tempel in San Francisco, der so aussieht wie ihr Logo. Brewster Kahle, der Typ, der das macht, ist auch heute hier auf dem Camp.
sagt ihm Hallo. Und da kann man eben auf im Internet zurücksurfen in die Vergangenheit. Das ist eine der ersten Seiten von archive.org. Die hosten aber auch sehr viel Medien und Inhalte aus der freien Kultur. Und das Interessante ist, wie gesagt, das Ganze findet dort in dieser ehemaligen Kirche statt. Die Server stehen da, wo früher die Heiligenfiguren standen. I feel with the internet, what we're building in some ways is the global brain. That idea that we're building something that's more than the pieces, it gives people an ability to do things at a scale never possible before. Brewster Kahle, der liebt das Internet und der richtet das ganz anders ein. Die machen da eine wirklich tolle Sache und er hat das nochmal auch begründet, weil When we think we should have what's valuable to us close to us. So our the computers that make up the primary copy of the Internet Archive, which are millions of books, music, video, billions of web pages that are served to millions of people, actually live here in this building, this former church. Genau, und ich habe mich dann interessiert für die Inszenierung von diesen eigentlich total langweiligen Internetrechnern, diesen Maschinen, und habe diesen Herrn getroffen mit meinem Kollegen Henrik, der im Hintergrund ist und auch den Hund von Urs streichelt. Mein Name ist Urs Hölzle, ich arbeite bei Google und leite dort die technische Infrastruktur. Das ist wirklich die Maschine hinter der Suchmaschine, das sind unsere Datenzentren, Netzwerke und die Server, so alles, was dazugehört. Also ich habe hier Urs Hölzle besucht, den Chef für die Google-Infrastruktur, weil nämlich die diese großen Rechenzentren präsentiert haben. Die waren die ersten, die gesagt haben, wir zeigen, wie es bei uns aussieht, beziehungsweise, dazu kommen wir gleich noch, sie verfälschen das auch ein bisschen. Ich habe ihn gefragt, wie sich das da drin anfühlt. Und er hat gesagt, man fühlt einfach den Lärm und die Luft und es ist überhaupt nicht ruhig da drin und der Wind bläst da durch. Und das Interessante ist aber, diese Fotos, die man hier sieht, die wurden zum Teil, bevor Google sie veröffentlicht hat, gephotoshoppt. So sah es eigentlich aus, mit diesem Gang rechts und so weiter. Und dann haben sie die total schöner gemacht, um das Internet als einen noch schöneren Platz in diesen Bildern, in dieser Kampagne zu inszenieren. Und sie haben sogar Rehe auf das Rechenzentrum drauf gemacht. Die wohnen da anscheinend echt, aber ich finde, das suggeriert auch ein bisschen, dass da, wo Tiere unterwegs sind, sich auch unsere Daten wohlfühlen. Ich meine, wenn wir jetzt hier auf dem Camp sind, dann kann man das ja vielleicht bestätigen oder nicht. Aber auf jeden Fall ist diese Kampagne, die zufälligerweise genauso heißt wie Wo das Internet lebt, Where the Internet Lives, ein Beispiel dafür, wie halt der Konzern versucht, den Leuten Vertrauen zu suggerieren für ihre Rechenzentren. Das war aber noch vor Edward Snowden, als wir dort waren. So, das sind die verschiedenen Rechenzentren von Google weltweit, die sie eigens betreiben oder wo sie sich anmieten. Oft sind die in der Nähe vom Wasser gebaut, wegen der Kühlung. Ich habe dann auch sehr, sehr, sehr viele Nächte lang durchgegoogelt und habe dann gefunden, das ist das Google-Rechenzentrum in Berlin, in Haselhorst steht das. Das gehört nicht offiziell Google, aber die haben sich da angemietet. Da kam gleich ein Wächter und hat gesagt, ich darf da nicht fotografieren. Und dann bin ich an einen anderen Ort gefahren, um rauszufinden, wie das Internet Orte verändert. Das ist Kronsdorf in Österreich, in der Nähe von Linz. Und da ist was passiert. Diese Dame hier, habe ich gefragt, was da passiert ist. Ich hoffe, ihr versteht ihren Dialekt. Na, ich weiß nicht, was der Google was da gebaut hat. Da wird einmal was gebaut, haben sie gesagt. Ist wie eine Fernsehstation oder so ähnlich, weiß ich was. Tatsächlich hat Google in diesem kleinen oberösterreichischen Dorf, wie zuerst bei Twitter bekannt wurde, ein Rechenzentrum, das Gelände gekauft. Und das ist der Bürgermeister. Und der wusste gar nicht, dass sie dort so richtig gute Standortfaktoren haben. Uns war nicht klar, dass dieses Umspannungswerk irgendeine Bedeutung jemals haben kann, außer der Belastung, die wir immer haben, dass viele Leitungen über unsere Gebiete gehen. Uns war selbst nicht klar, dass wir 3 Datenleitungen überhaupt in dem Gebiet liegen haben. Und uns war nicht klar auch, dass der Fluss eine Bedeutung haben kann für eine Betriebsansiedlung, weil Hafen lässt sie letztendlich nicht anbieten. Und jetzt wird's ein Datenhafen am Information Highway, habe ich zu Ihnen gesagt. Bisschen in Referenz auf die Eurocats, falls ihr die kennt. Man sieht also, das Internet, die Rechenzentren brauchen Wasser zur Kühlung, Strom, Energie und natürlich Glasfaserkabel. Die sind bei denen zufällig unter der Bundesstraße vergraben. Und das ist auch ein Standortfaktor, weil die sind relativ nah dran an der Grenze zu Osteuropa, wo früher schon mal nach dem Zweiten Weltkrieg der Sender Kronsdorf stand. Da haben die Amerikaner in den Osten gesendet, von dort aus, mit diesem Funkmasten. Dann hat uns hier die ganze Gegend gezeigt, das Spannungswerk, und das ist der echte Google-Acker. Da sind jetzt wachsen, glaube ich, noch Rüben drauf und so. So, und dann hat er mir auch noch eine andere besondere Stelle gezeigt. Wir sehen hier einen Betonschacht,
mit einem Gusseisendeckel darauf und darunter läuft die da eine dieser Datenleitungen. Können wir da mal aufmachen? Leider nicht, der ist zugeschraubt, sehe ich, mit einem Imbusschlüssel. Tja, konnte ich wieder nicht ans Internet sozusagen ran. Dann haben wir den Hackerbauer besucht, der heißt wirklich so, aber der heißt wirklich Hackerbauer, aber... Also das kommt vom Holzhacken, nicht vom Hacken. Das kommt vom Holzhacken, nicht vom Hacken, hat er gesagt. Und das Interessante ist, der Hackerbauer, der hat seinen Acker verkauft an Google und ist jetzt Millionär. Und das Interessante ist, der hat zum Beispiel jetzt so einen Traktor, der GPS gesteuert über die Felder fährt. Und da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis. Das Netz macht die Provinz zum Zentrum. Und dort in diesen Rechenzentren, die dort mal auf seinem Acker gebaut werden, vielleicht eines Tages, werden dann wiederum die GPS gesteuerten Traktoren gesteuert. Das fand ich ganz interessant. Der Traktor hat zum Beispiel da eine Unterstützung, das ist halt so nur auf 20 cm Genauigkeit, aber mit dem fährt man. Genau, dann hat er das nochmal seinen Traktor gezeigt. Und das Verrückte ist, dass dadurch, dass Google an diesen Ort gekommen ist, hat sich schon ganz viel dort verändert. Also in diesem Kronsdorf, ich glaube seit 7 Jahren, ist das Rechenzentrum noch nicht gebaut worden, aber es wurden neue Reihenhäuser gebaut, weil wo das Internet ist, da muss ja auch... Und das sind die Reihenhäuser und am Kindergarten haben Sie eine Englischlehrerin angestellt. Englisch ist überall. Die Kinder singen, man hört es draußen in den Spielplatz, singen Lieder vom Internet, vom iPhone, von dies und das. Einfach eine Bereicherung ist das. Bananen im Himmel gibt es. Das waren die Lieder, die da so singen. Und jetzt führe ich euch noch schnell an einen anderen Ort, Gibraltar. Das fand ich auch besonders als Ort. Da bin ich mit meinem Wohnmobil hingefahren. Und dort gibt es nämlich in diesem Felsen mehr Tunnels als Straßen. Und vor allem gibt es dort eine besondere Gesetzgebung, die bestimmten Firmen bestimmte Sachen erlaubt. Das hier ist Kyle Uhlemeyer und der... Gibraltar ist auf jeden Fall ein Ort, wo ein Teil des Internets wohnt. Also wenn man jetzt sagt, diese ganze Gambling-Industrie, Gaming, also alles, was irgendwie Casino zu tun hat, Wetten und so fort, wohnt auf jeden Fall in Gibraltar. In Gibraltar sind ganz, ganz viele Glücksspielfirmen, weil nämlich dort das alles sehr niedrig besteuert ist und weil das dort auch relativ legal ist, also anders als in anderen europäischen Ländern. Das gehört ja eigentlich zu Großbritannien und man hat so das Gefühl, die unterhalten das Ganze so ein bisschen, um dort halt eben so ein Glücksspielparadies auch noch in der EU-Zone zu haben. Die Mieten sind dort zu einem Teil so hoch wie in New York, in Manhattan. Da wohnen Tausende von Nordeuropäern und arbeiten da bei diesen Glücksspielfirmen. Und uns wurde dann Zutritt gewährt zu einem Tunnel in einem alten Atombunker. Da musste man immer tiefer in diesen Felsen reinlaufen, wo früher im Zweiten Weltkrieg bestimmte Missionen geleitet wurden. Security Checks. Henrik und Moritz. Auch dort war ich mit meinem Freund und Kollegen Henrik Mutke. Und das Ganze ist 400-500 Meter tief im Felsen drin. Sieht aus wie ein Schiff, weil das mal die Marine gebaut hat. Und dann waren wir auch in so komischen alten Kommandozentralen, wo tatsächlich Weltkriegsmissionen geleitet wurden von... Eisenhower himself lived here for 6 months. And he physically lived in the building. So of course Winston Churchill lived here as well for 6 weeks. So the two of them would live down here during the very, very peak decision-making times of the war. Eisenhower und Churchill haben hier in diesem Bunker gelebt und gearbeitet und jetzt leben da eben diese Hochsicherheitsrechenzentren und wir durften dann reingehen und durften aber keine Fotos machen. Dann muss man nochmal so einen PIN-Code eingeben und so ungefähr sieht das dann da drin aus. Klingt so. Das Ganze ist natürlich nur ein Symbolbild. Und dann habe ich also endlich gefunden, wo das Internet lebt. Das ist wahnsinnig unspektakulär und langweilig. Und ich habe mich gefragt, wo lebt jetzt eigentlich das Internet? Und dann musste ich ein bisschen ausholen. Also, vorhin habe ich geredet über das Kabel TAT-14, dieses Seekabel. Und als ich meine ersten Publikationen darüber hatte im Radio und bei Arte Future als Audioslides, habe ich Kontakt gemacht mit einem Kabeltechniker, der mir plötzlich lauter Fotos geschickt hat. Das hier ist in Norden da, oder Sylt, nee, das ist in Sylt, wo ein Tiefseekabel ins Meer geht. So sieht das aus. Und so und hier. Nein, was steht da? Deich, Ostmarsch, Norden. Ihr könnt das jetzt schnell abfotografieren und dann selber dieses Seekabel besuchen. So sieht es also aus, wenn das Internet ins Meer geht. Und das ist eine Transatlantikleitung. Ne? Also ziemlich unspektakulär. Und ich habe mich dann gefragt, wo lebt das Internet? Und ich glaube, das Internet lebt gar nicht so sehr
in dieser ganzen Technik, die ist natürlich wichtig und gut, aber das Internet lebt in den Herzen der Menschen, die es benutzen. Das hier ist John Perry Barlow, ein ganz toller Netzaktivist von der Electronic Frontier Foundation, der leider nicht hier sein kann dieses Mal. Den haben wir besucht, der hat uns Katzenbilder gezeigt. Der hat die Declaration of the Independence of Cyberspace geschrieben. Das ist Elektra Wagenrath, die hier gerade auf dem Kongress einen Talk hält, zeitgleich. Viele Grüße. Die ist Freifunkaktivistin und das sind Internetaktivisten, die ihr auch gerade hier auf der Bühne gesehen habt. Und ich finde, auch das ist das Internet. Ihr seid das Internet, wir sind das Internet, weil wir benutzen das Internet, wir befüllen es und wir passen auf das Internet auf. Und dafür vielen herzlichen Dank.